Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und so sieht es aus. Das neue deutsche Kaiserreich nach dem Anschluss von Österreich-Ungarn. Und wir haben nicht nur die Teile bekommen mit der süddeutschen Kultur, sondern alles. Alles, alles. The winner takes it all. So, und nun schauen wir uns mal, schauen wir uns mal die neuen Gebiete etwas genauer an. Einmal ganz kurz die Infrastruktur. Wir sehen, Österreich-Ungarn hat das gut gemacht. Es ist überall auf Maximum. Es gibt nichts, wo wir irgendwie nacharbeiten müssen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, also hier geht es, glaube ich, los. Ein bisschen Landwirtschaft. Wir bekommen Öl aus Lwów und Przemyśl. Wir bekommen ganz viel mehr Kohle. Hier aus diesen mährischen und böhmischen Gebieten, teilweise auch Eisen. Hier geht es weiter. Also das ist der größte Zuwachs, den wir hier feststellen müssen. Ein bisschen Holz, das ist auch in Ordnung. Ja, das ist das, was hier an Rohstoffen zu uns gekommen ist. Wir gucken uns mal die Region im Einzelnen an. Wir haben hier zwei Provinzen Deutsch-Moldau, diese beiden. Wir haben hier Ostgalizien. Wir können uns mal kurz die Fabriken angucken. Hier ist natürlich nicht so viel los. Hier in Ostgalizien etwas mehr. Eine recht ertragreiche Schnapsbrennerei und eine Treibstoffraffinerie, die zu erwähnen ist. Wir haben hier Deutsch-Westgalizien. Was haben wir da an Fabriken? Ja, auch nicht allzu viel. Zumindest nicht allzu viel Rentables. Dann haben wir hier Mähren. Und in Mähren, jetzt finde ich die Fabrik nicht. Doch, in Mähren wird es größer. Auch nicht zu sehr. Möbelfabrik ganz gut. Schnapsbrennerei. Aber jetzt bestimmt in Böhmen. Böhmen hat... Wo haben wir es hier? Oh ja, eine sehr ertragreiche Stofffabrik. Und eine Schnapsbrennerei, die viel bringt. Ja. Also Schnaps ist irgendwie unsere Spezialität. Kommt mir so vor. So, dann haben wir die Provinz Österreich. So heißt sie jetzt hier. Mit einer guten Stofffabrik und einer Winzerei, immerhin. Dann haben wir Kärnten Steiermark mit einer ebenfalls ertragreichen Stofffabrik und einer Schnapsbrennerei mal wieder. Dann haben wir hier noch zwei Provinzen Slowenien, die dazugekommen sind. Da ist nicht viel los. Und wir haben neu dazu Tirol. Tirol. Was gibt es in Tirol? In Tirol gibt es Möbel und Luxusmöbel. Immerhin, das müsste es eigentlich gewesen sein. An neuen Provinzen reicht ja auch. Das ist schon einiges, was dazugekommen ist. So, dann lasst uns mal gucken. Hier Verwaltungseffizienz sieht es im Prinzip gut aus. Bloß hier vielleicht ist eher der schwächste Bereich. Deswegen werden wir mal eins tun. Wir werden mal hier Bürokraten fördern und ziehen hier ab. Kapitalisten Hessen, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Okay. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ja, das ist noch ganz interessant, die Bevölkerungsdichte. Hier sieht man mal sehr schön die Provinzen mit der höchsten Bevölkerung und erstaunlicherweise ist das bei uns im Reich einerseits München mit 670.000 knapp und 671.000 Prag. Also tatsächlich haben wir jetzt mit Prag die bislang bevölkerungsreichste Provinz dazu bekommen. Doch sehr erstaunlich. Also Berlin hat nur 406, Königsberg hat 405. Auch recht groß, muss ich sagen. Ja, so sieht's aus. Überhaupt mit der dichtesten ist 1,73 Millionen in London. Wir gucken mal ein bisschen in der Welt rum. Was ist denn hier los? 189.000. Okay. New York 768, Philadelphia 634, das ist auch ganz imposant. Ansonsten, ja, das ist wahrscheinlich im Verhältnis zur Infrastruktur. Ja, hier natürlich 2,35 Millionen in Indien. Oh ja, und hier in China sieht es natürlich auch heftig aus. Okay, Leute, so, das ist das und, ach ja, das ist noch interessant, die Nationalitäten, die wir jetzt dazu bekommen haben. Das sind vor allem, also hier seht ihr quasi, die, in welchen Provinzen es eine Mehrheit an anderen Nationalitäten gibt. Ihr seht also hier tschechische Mehrheit und hier polnische Mehrheit.
In diesen alten polnischen Gebieten, da haben sich jetzt die Deutschen durchgesetzt, wie es aussieht. Da waren mal polnische Mehrheiten, das hat sich verändert. So, und hier hinten haben wir ukrainische Gebiete, ja, und hier unten noch slowenische. Und dann natürlich Norddeutsch, Süddeutsch. Und nicht zu vergessen, auf Helgoland, wird mir jetzt nicht angezeigt, doch da haben wir immer noch eine nationale Mehrheit britisch. Gut, ach ja, und natürlich die Franzosen hier nicht zu vergessen, in Metz. Ja, das ist der Stand der Dinge. Daraus resultiert zumindest im Moment übrigens noch kein Konfliktpotenzial. Das besteht vor allem hier im polnischen Zarenreich und ja, ein bisschen im ungarischen Bereich hier. Die Franzosen in der neuen Schweiz oder die neuen Franzosen in der Schweiz, die sind auch nicht sehr zufrieden. Und hier im osmanischen Gebiet gibt es auch Probleme und die Finnen mucken auf. Das ist so der Stand der Dinge. Okay, dann lass uns mal ein bisschen die Korps neu verteilen. Ich will mal einen Vorschlag aufgreifen, den ich gar nicht so schlecht fand. Und zwar modifiziere ich das ein bisschen. Der Vorschlag war, unsere ersten Korps in die alten Hauptstädte zu tun, der alten Reiche, die wir geschluckt haben. Ich werde jetzt mal nicht diese kleinen Reiche wie Hannover und Bayern und so weiter berücksichtigen. Ich werde jetzt mal das erste Korps nach Berlin stellen, das zweite Korps nach Prag und das dritte Korps nach Wien. So, hier haben wir es. Okay, den Rest disponieren wir ein bisschen um. Ich glaube, zwei Korps bleiben mal hier an unserer Westgrenze. Und den Rest, na, einer bleibt auch in München, das ist auch okay. Und den Rest disponieren wir mal ein bisschen um jetzt. Ich glaube, wir müssen hier Präsenz zeigen an unseren neuen Außengrenzen. So, haben wir die schon bewegt? Nein, haben wir nicht. Oder nee, gehen wir dorthin. Die geht nach Prag, die kann noch bewegt werden. Die bringen wir nach dort oben und ich glaube, der Rest bleibt dann erstmal so stehen. Und wir gucken uns mal an, was wir jetzt für einen General bekommen. Wir können den ersten rekrutieren. Oh, verdammt, und ich sehe nicht, was das für einer ist. Oh, ist das hier unten? Nee. Das heißt, die sortieren den einfach so ein? Ist ja nicht zu fassen. Das heißt, ich kann zwar jetzt manuell rekrutieren, muss aber jetzt immer nachgucken, was jetzt angekommen ist. Das ist ja ganz unkomfortabel gemacht. Nee, dann werde ich das immer nur, wenn es nötig ist, durchschauen. Es wäre schön, wenn man einfach angezeigt bekäme, was los ist. Okay, hier haben wir die Belagerung auch gewonnen. Jetzt helfen wir hier unten nochmal aus und dann ist Schluss. So, das können wir, glaube ich, wegklicken. Österreich-Ungarn gibt es nicht mehr. Großbritannien hat Algerien aus der Einflusssphäre entfernt. Von Frankreich. Oh, das ist interessant. Wartet mal. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Das ist leider in unserem Interessensgebiet. Vielleicht sollten wir da uns auch mal engagieren. Und zwar gleich mit voller Wucht. Ich glaube, woanders kann man uns jetzt nicht mehr gefährlich werden. Hier bleiben wir aber allerdings auch noch mal dran, weil Ungarn müssen wir noch in die Sphäre bekommen. Aber dann wollen wir uns mal auf Algerien konzentrieren. Algerien, was ist überhaupt mit Algerien? Die sind ohne Bündnispartner. Sie wollen aber nicht in unser. Ach so, weil wir Kernprovinzen besitzen. Okay. Ja gut, dann sichern wir uns einfach dadurch ab, dass wir sie in die Sphäre holen. Dann können sie auch nicht mit uns Krieg führen. Und jetzt irgendein kriegisches Interesse haben wir definitiv im Moment nicht. So, das hat viele Leute gekostet hier. Diese Aktion 17.000 Mann, dass wir hier den Spaniern geholfen haben. Ich hoffe, sie sind dankbar. Wir marschieren zurück und haben hier in kürzester Zeit schon die 2 Millionen. Oh, oh, was ist denn hier los? Ungarische Kommunisten. Hoi, joi, joi, Was machen wir denn jetzt? Da müssen wir eingreifen, oder? Da müssen wir eingreifen. Wir werden unsere Kurs nehmen, die hier. Wobei, wir beobachten erstmal. Vielleicht kriegen sie es ja selber hin. Sie haben ja hier doch einige große Armeen. Ich hoffe, sie setzen sich auch in Bewegung.
Ja. Persien annektiert Abu Dhabi. Na gut. Und Jazz ist entdeckt und die avantgardistische Musik. Na sowas, jetzt geht's ja los hier. Prestigegewinn, wir schauen uns mal den Jazz an. Jazz hatte seine Wurzeln in der Fusion westlicher Musiktradition mit Elementen afrikanischer Musik und entstand Anfang des 20. Jahrhunderts in den Nachtclubs von New Orleans im Süden der USA. Diese Mischung aus wilden, berauschenden Rhythmen und kraftvollen Melodien, die die Musiker zur Improvisation anregte, um jeder Vorstellung Besonderheit zu geben und schwungvollem Gesang, eroberte die Welt, als gerade neue Distributionstechnologien wie Mu für Musik, wie Grammophon, Schallplatten, Radio und Kino aufkamen, um sie einem weltweiten Publikum zu präsentieren. In den 20er Jahren war Jazz eine der populärsten Musikrichtungen, obwohl viele Kritiker seine Popularität missbilligten und diesen als weiteren Beweis dafür sahen, dass die Gesellschaft gegen die Obrigkeit rebellierte. So, also im Kaiserreich ist nun auch der Jazz eingekehrt. So, was machen die Ungarn? Das andere Geschlecht, das kennen wir schon. Wir denunzieren das Buch. Oder haben wir Prestige verloren? Egal. Und die erste. Oh, was sehe ich hier? Was ist denn das? Ist das bitte ein ungarischer Panzer? Wieso? Hä? Wieso können die Panzer bauen? Können wir auch schon Panzer bauen? Nein. Wir haben noch nicht Infiltrierung erforscht. Okay. Gut. Ist noch nicht gewürfelt werden. Das ist geworden. Das ist tatsächlich das Nächste, was noch kommt, und das, da brauchst du, glaube ich, dann noch eine Erfindung. Ja, ob ihnen die Panzer jetzt helfen, das ist die große Frage. Es wird wieder diskutiert, diesmal über Religionspolitik und wie ticken wir? Wir ticken, denke ich, moralistisch. Es kann nur einen einzigen Glauben geben. Ja, sie werden der Sache Herr. Wir brauchen nicht angreifen. Mit Panzer gegen die kommunistischen Rebellen. Eine heilige Stätte wurde gestört in Gondar. Die Situation in Gondar hat sich weiter verschlechtert, nachdem Kolonialpolizisten bei der Verfolgung zweier Verdächtiger für die Ermordung eines Offiziellen einen Schrein gestört haben, der für die lokalen Gläubigen einige Bedeutung hat. Die Eingeborenen in dem Gebiet sind angesichts dieser vermeintlichen Respektlosigkeit ihrer Religion gegenüber außer sich vor Wut. Niemand schert sich einen Dreck um ihre Religion. So sehen wir das. Also wir, ihr wisst. Okay, ja, also die Ungarn haben das gut gemacht, einen kommunistischen Aufstand niedergeschlagen. Woher kennt man das? Aber der wurde nicht von den Ungarn niedergeschlagen. So, da war es dann andersrum. Massenwerbung. Die schnelle Alphabetisierung in Industriegesellschaften bildete in Kombination mit Kommunikationstechnologien die Basis für die Entwicklung neuer Bewerbungsmethoden, um für die durch zunehmend bessere Industriesysteme rasch steigende Güterproduktion höhere Produktnachfrage zu erzeugen. Werbefachleute stützten sich auf das bessere Verständnis der menschlichen Zwänge, die in Zusammenhang mit der Umgebung standen. Dabei zogen sie auch aus der Kriegspropaganda ihre Lehren, mit der Staaten versuchten, ihre Bevölkerung zur Unterstützung der nationalen Ziele in Konflikten zu bewegen. Dies führte zu einer raschen Erweiterung der Verwendung direkter Werbemethoden zur Bekanntmachung neuer Produkte. Die gesteigerte Anziehungskraft etablierter Produkte sowie deren Nachfrage wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts zum festen Bestandteil der Popkultur und nahm schließlich auch auf andere Aspekte des täglichen Lebens Einfluss, einschließlich der Politik. Bildungseffizienz steigt dadurch, die Unterdrückungseffizienz sinkt und das Bewusstsein in Nicht-Koloniestaaten steigt. So, lasst uns ganz kurz mal, da fällt mir nämlich ein, beim Thema Unterdrückung ist jetzt ein bisschen blödes Timing, aber wir haben so viele Unterdrückungspunkte. Wir können hier doch mal was tun. Die algerische. Es gibt eine Bewegung zur Begrenzung der Wochenarbeitszeit. Okay, da haben wir immer noch alles klar. Da haben wir noch so viel. Das befürworten wir, ist ja auch nicht der Rede wert hier, aber diese ganzen Freiheitsbewegungen, die werden mal direkt alle unterdrückt. Okay, was ist denn hier schon wieder aktiv? Alles Mögliche, aber nicht wirklich gefährlich. Und wenn, dann werden wir hier den ungarischen Weg einschlagen mit Panzern. Oh. Oh. Was hat das zu bedeuten? Hm.
Was hat das zu bedeuten? Was ist denn hier schon wieder los? Wiederherstellung der Ordnung in Xinghai, okay. Italien ist nur noch verbündet mit Montenegro. Warum wollen sie das nicht? Ach so, besitzt Kernprovinzen. Wir besitzen Kernprovinzen von ihnen. Das ist. Ah, alles klar. Das ist ja jetzt eine neue Situation. Wir sind sozusagen, jetzt haben jetzt die Rolle von Österreich-Ungarn übernommen und sie haben in Tirol Kernprovinzen. Boah, bis hier hoch haben die. Ach Quatsch, das ist. Jetzt habe ich mich verguckt. Das ist ja Österreich-Ungarn. Was haben wir denn bitte für Kernprovinzen? Das verstehe ich nicht. Das kann man sich doch irgendwo angucken. Hier müsste das doch sichtbar sein. Das ist nicht Italien. Wo haben wir denn bitte italienische Kernprovinzen? Oder habe ich da was missverstanden? So, das ist alles, das kommt ja nicht in Frage. Jugoslawien, Slowenien, hier an dieser Grenze nicht und andersrum eigentlich auch nicht. Haben die in Afrika irgendwelche Kernprovinzen? Nee, hier auch nicht. Das ist alles Äthiopien. Das ist mir jetzt ein kleines Rätsel. Besitzt Kernprovinzen. Ist die Frage, wer von wem, aber das ist mir nicht ganz klar jetzt hier. Das ist, oder haben wir jetzt gewissermaßen von Österreich-Ungarn das. Nee, das kann eigentlich nicht sein, dass wir das als Erbmasse übernommen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Italiener irren sich. Das ist die einzige Erklärung für diesen merkwürdigen Fall. So, die Expedition kehrt mit leeren Händen zurück. Es geht um die Südpol-Expedition. Sehr schade, erfolglos. Aber natürlich sollten wir es erneut versuchen. Auf jeden Fall. Irgendwann muss es doch gelingen. Wir müssen als Erster am Südpol sein. Was haben wir hier Neues? Krakau ist uninteressant. Debatte über Bürgerrechtspolitik. Wir sind für Residenz. Oder? Nee, warte mal. Lass sie bei uns wohnen. Wir müssen ihre Bürgerrechte einschränken. Volles Bürgerrecht. Da bin ich mir gar nicht sicher. Nee, Quatsch. Also wir sind eben für Residenz und nicht für volles Bürgerrecht. Deswegen sind wir für, lass sie bei uns wohnen. So muss es ja richtig sein. Alles klar. Das ist unsere Haltung. Spannung in Korea. Es geht wieder um strafrechtliche Ermittlungen. Das kennen wir schon. Ihr wisst, was wir da tun. Wir denken gar nicht mehr groß darüber nach. Diese blöden Infamiestrafen per Event sind einfach nur nervig. Deswegen erzählen wir Wilhelm davon nichts. Das, was ist das denn? Das Cernauti-Patrimonium. Das Gebiet von Cernauti steht schon seit einiger Zeit unter deutscher Kontrolle und nach vielen Jahren scheint es nun dazu gekommen zu sein, dass die Bürger dieser Provinz die deutsche Herrschaft als einzig legitime Regierung ansehen. Diese Provinz gehört nun zum Patrimonium des Deutschen Kaiserreiches. Cernauti ist unsere neue Kernprovinz und wir müssen doch gleich mal gucken, wo Cernauti ist. So wichtig ist das. Ach, hier. Ja, das ging ja schnell. Das ging ja schnell. So, und wir können Ungarn Gott sei Dank in unsere Sphäre holen. Das machen wir jetzt aber mal anders. Okay, sehr schön. Und jetzt gehen wir ein paar Ticks runter, damit Algerien volle Kraft voraus hat. Mal gucken, ob es da zu Spannungen oder zu Konflikten zwischen uns und Großbritannien kommt. Ja, da geht's schon los. Ich hab's doch geahnt. Wir wurden in Verruf gebracht. Naja, wir werden da jetzt auch nicht so hart drum kämpfen. Wir lassen das einfach mal laufen, Frauenparlament. Interessant.
Aber mehr sagen wir dazu nicht. Wir können theoretisch das Frauenwahlrecht übrigens einführen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bündnisangebot von Japan. Ein deutsch-japanisches Bündnis. Was ist denn hier eigentlich los in Japan? Wir haben eine absolute Monarchie mit nationalistischer Fraktion. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas ganz im Sinne unseres Kaisers ist, oder? Na, was heißt ganz im Sinne? Er fühlt sich, glaube ich, geschmeichelt und fühlt sich vielleicht fühlt sich verbunden mit dieser, mit dem Kaiser aus Japan. Könnte ich mir gut vorstellen. Gerade auch im Kampf gegen das kommunistische China. Sind die eigentlich immer noch kommunistisch? Ja, immer noch eine proletarische Diktatur. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Die Alternative, ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich ein weiteres Großmachtbündnis anstreben, aber Großbritannien kommt, glaube ich, jetzt nicht mehr in Frage. Also, das ist die neue Weltordnung. Wir akzeptieren dieses Bündnis. Mal gucken, in was für Abenteuer uns das führt. Wir sehen es vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.